Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 21. Bologna und Udinese in der Liga und City in der Champions League sind heute unsere Gegner. Ich würde sagen, wir legen gleich los. In der Länderspielpause habe ich nur gescoutet. Die kaputten Spieler sind leider immer noch kaputt. Buonacasa, Dalman und Kingoe brauchen alle noch ein Stückchen. Aufstellung ist genau die gleiche wie im letzten Spiel gegen Milan, welches wir gewonnen haben. Und ich hoffe, dass das Ergebnis ähnlich gut wird. Wir haben 2-0 gegen Milan gewonnen. Rovalli hat einen Doppelpack gemacht. Wäre schön, wenn Rovalli heute wieder einen Doppelpack macht und wir gegen Bologna gewinnen können. Also auf geht's. Ich werde jetzt hier nicht großartig rotieren, auch gegen City natürlich nicht. Danach müssen wir mal schauen, wie das dann so aussieht. Einfach nur, weil die Spiele in der Liga halt wichtig, wichtig, wichtig sind, damit wir nächstes Jahr auch wieder Champions League spielen. Bologna im 5-3-2. Oh, sieht sehr, sehr ekelhaft aus. Aber mal gucken, vielleicht ist es gar nicht so ekelhaft, wie es aussieht mit zwei Stürmern, zwei Achtern, einem Sechser, drei Innenverteidigern und zwei Außenverteidigern. Stellen uns rein von dem, was wir wissen, meistens sehr schlecht an gegen solche Formationen. Einfach weil wir nicht wirklich gut durchkommen, weil wir halt nicht diese Erfahrung haben als Mannschaft gegen Teams, die sich hinten reinstellen, außer halt hier und da mal halt Bologna, ne, wie gesagt, die machen das halt irgendwie immer. Aber das ist dann halt einmal im Jahr und so als großer Verein hast du es ja irgendwie immer. Da haben wir noch nicht so viel Erfahrung drin. André ist heute wieder schlecht. Da haben wir momentan echt Probleme auf der rechten Seite, dass sowohl Caicedo als auch Andres ihre Leistungen nicht auf den Platz bekommen. Dickmann allerdings dahinter auch das Gleiche. Rovalia vorne, busy auch. Bologna hat schon den ersten Schuss abgefeuert, also die werden zum Glück nicht mit dem ersten Torschuss gleich treffen. Aber wir eben auch nicht und dann ist es nach gefühlt 2 Sekunden ohne Szene schon Halbzeit. Jetzt geht's mal los. Leider mit Bologna und Kanute. Regini hat kurz den Ball bekommen, aber hat ihn gleich wieder verloren. Traoré. Erstmal zurück auf Dominguez. Schön abgefangen von Sila. Brescianini nimmt leider den Weg nach hinten. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Vor allem dieser Ball war sehr doof. Ach, Leute, bitte nicht. Schön von Kabianka. Den habe ich vergessen auszutauschen gegen Sala, der mittlerweile wieder fit ist. Rovadi alleine vom Keeper. 1-0, Pietro Rovalia. Nice. Und sau wichtig. Kabianka, sehr guter Kopfball. Dann Regini mit der nächsten Vorlage. Sehr schön. In der 48. super wichtig. Gerade weil wir gerade Bologna gesehen haben, wie sie nach vorne gekommen sind und uns teilweise Druck gemacht haben. Dann vorher schon einen Fehler gemacht mit Cengiz Ünder, der halt den Ball leider direkt zu Bologna zurückgespielt hat, am Mittelkreis. Aber wichtig, dass wir jetzt hier die Führung erzielen und hoffentlich auch gleich das 2-0, bevor Bologna irgendwie denkt, dass sie mit dem zweiten Torschuss ihr Törchen machen können. Ah, schwierig, was machen? Andres Ünder, einer von den beiden raus vielleicht, auch kontrolliert zurückgehen. Sila kriegt den Ball geschenkt. So, da ist Ünder, Rovalia, Weg zum Tor ist noch sehr weit. Schöner Ball, Ünder, nice. Schöne Vorlage von Sida, da dachte ich jetzt nicht, dass der Ball so schön in die Spitze kommt. Rovalia bringt jetzt hier den Ball erstmal zurück ins Mittelfeld auf Brescianini. Dann Sila und dann halt ein wunderschöner Ball auf Ünder, der dann eine sehr interessante Schusstechnik anwendet, um den Ball hinter Gasparini unterzubringen. Aber ich beschwöre mich nicht. Regini darf gehen, Bogusch kommt. Sila wird dann auch gehen und Ranocchia wird kommen. Jetzt schon mal ein bisschen schon, wenn es auch nur 15 Minuten sind für City. Während Ünder große Probleme hat, den Ball zu behalten. Regini scheitert leider an Gasparini. So, unsere zentrale Offensive wird ausgewechselt. Bogusch und Ranocchia neu drinne. Was könnte man noch wechseln? Fitness sieht bei den meisten relativ solide aus. Psala wenigstens auf der Bank, okay. Dann würde ich Ünder rausnehmen für Poskus. Und dann ganz easy hier, Spiel einfach runterspielen, kein Gegentor mehr kassieren. Und dann haben wir City. Und das wird richtig, richtig schwierig.
Ich glaube sogar ehrlich gesagt mal schwieriger als Barca, auch wenn Barca gegen City gewonnen haben und wir gegen Barca unentschieden gespielt haben. Aber ich glaube, City wird schwieriger für uns. Aber hier ist sehr schön, 2-0 gewonnen. Bin hochzufrieden, mal wieder. Ist ein komplett neues Lebensgefühl quasi. Ich guck mal, ob man vielleicht gegen Udinese ein bisschen rotieren müsste. Ich glaube, danach haben wir Pescara. Ich glaube, jetzt kommen erstmal nicht so super krasse Spiele. Irgendwann müsste jetzt zunächst auch Inter kommen. Also ligamäßig, ne? Weil wir spielen danach sofort wieder. Juve hat verloren. Wir spielen danach sofort wieder gegen City in der Champions League. Aber wir hatten einen Fantag übrigens. Hi Fans. So, kurz mal auf die Liste hier gucken. Ich scoute nämlich gerade alle Italiener, die unter 18 sind. Dann schauen wir mal. Also Sala wäre wohl wieder logisch. Und ich glaube, beim Rest würde ich gar nicht wieder so viel machen. Wie sieht denn unser Zeitplan aus? Also City jetzt, dann Udinese. Udinese ist auf 18. Nächste Folge haben wir dann Pescara auf 19 und Verona auf 20, dann wieder City. Dann haben wir Sassuolo 11, Fiorentina 7 und dann Barca. Dann kommt mit Napoli ein sehr starker Gegner. Atalanta Torino und Inter ist danach Kiew. Und Kiew müssen wir eventuell ganz, ganz dringend gewinnen, je nachdem, wie die nächsten zwei Spiele jetzt ausgehen, natürlich gegen City. Wichtig ist ja jetzt erstmal nur, dass Kiew bloß nicht irgendwie Punkte kriegt. Übrigens, ihr seht Real Madrid. Oh, Clickbait stand da unten. Real Madrid scoutet und scoutet Netkov. Also gut, dass der einen langfristigen Vertrag erstmal unterschrieben hat. Ich glaube ehrlich gesagt aber nicht dran, dass da ein Angebot im Winter kommt. Aber bis dahin ist auch noch ein bisschen hin. Also die News werden wir relativ öfter jetzt sehen, dass Netkov von dem und dem gescoutet wird. Vorrangig natürlich von Real Madrid, aber ob es da irgendwie ein Angebot geben wird, bezweifle ich ehrlich gesagt sehr. Und wenn, dann wird das auch erst im Winter passieren. Sprich Januar. Und City, die müssen ja unbedingt eigentlich gewinnen, ne? Weil Spiel gegen Kiew haben sie scheinbar unentschieden gespielt. Während wir gegen Kiew gewonnen haben und gegen Barca unentschieden gespielt haben. Ne, gegen Kiew haben sie gewonnen. Dann haben sie 3 Punkte. Sie haben 3 Punkte. Okay, ich dachte, sie hatten 4. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung von. Ich bin doof. Oh, Kabianka, 8 bis 12 Tage nachdem Sala sich gerade verletzt hat, verletzt sich jetzt gleich der nächste Linksverteidiger, während Sassuolo gegen Milan spielt. Und Udinese durch die anderen Ergebnisse mittlerweile auf Platz 19 abgerutscht ist. Sassuolo übrigens nur unentschieden, oder Sassuolo hat unentschieden geholt gegen Milan, die schon wieder nicht einen Dreier holen nach dem Spiel gegen uns gerade schon. Haben, Pescara hat anscheinend gewonnen. Kabianka im Team of the Week. Und Pescara hatte 1-0 gewonnen gegen Udinese Calcio, unseren nächsten Gegner. Also viel schlechter in Form kann man gar nicht mehr sein. Navarra hat sich verletzt. Ah, 3 bis 4 Wochen und so langsam wird es ein bisschen eng und muss fit gespritzt werden, damit er wenigstens für das nächste Spiel fit ist und bis Buonacasa wieder zurück ist, vielleicht auch fit wird. Aber so langsam wird es ein bisschen eng. Haben jetzt gerade nur Rovalia als fitten Stürmer. Modo aus der U20 ist nicht unbedingt der krasseste. So, wir werden mal wahrscheinlich Diamond mitnehmen. Ich denke mal, der wird wieder fit werden. Navarra, ja, der wird dann ungefähr 3 Wochen, denke ich, ausfallen. Buonacasa, noch 4 Wochen. Wir steuern gerade auf ein großes Problem zu in Sachen, die Stürmer, die sind nicht fit und sind alle gerade gleichzeitig verletzt. Es könnte eventuell Sinn machen, sich einen Stürmer zurückzuholen. Würde das denn außerhalb der Transferphase gehen? Bei Gierczak schon mal nicht. Ich glaube, das geht auch bei den inländischen, ne, Laien. Gipone geht auch nicht und Brilli dürfte gehen. Nee, dürfte nicht gehen. Puh, sind übrigens auch alle verletzt. Brilli ist verletzt und Gipone kam ja gerade nach seiner Verletzung erst wieder zurück. Wir steuern wirklich auf ein Problem zu. 3 Stürmer reichen nicht für ein Einsturmsystem. Oh, RIP, ey, Leute. Kinkui ist wieder im Teamtraining drin. Aber jetzt erstmal gegen City. Diamond kann, Kinkui kann, Regini kann.
werden wieder so spielen. Ja, das sollte passen. City in einem 5-3-2, Nketiah und Darwin vorne. Núñez? Ja. Na gut, dann los, Salah wieder zurück im Team, sonst bleibt alles genauso wie vorher. Und City wird ein harter Brocken werden. Mit Antonio Conte als Trainer. Und einer richtig, richtig teuren Mannschaft. Mit Nketiah und Núñez vorne wird das auch echt fies werden. Vielleicht Moriba dabei, Valverde de Jong dabei. Frankie de Jong hat mittlerweile einen Marktwert von 86 Millionen. Theo Hernandez, Lamptey auf den Außen, Fofana, Demiral und Guardiol sind die Innenverteidiger, während Ederson immer noch im Tor steht. De Bruyne, Todibo auf der Bank, Declan Rice auf der Bank. Hui. Leute, das wird schwierig, auch wenn wir bisher gut gestartet sind, aber wir haben auch leider kein Tor. Brescianini mit Gelb. Könnte so früh ein Problem werden. Valverde hat auch die gelbe Karte gesehen bei City. Ganz ehrlich, keine Szene und 0-0 würde mir auch komplett reichen. Cengiz Ünder mit der nächsten gelben Karte. Rein von der Statistik her passt das, ne? Wir haben gute Passgenauigkeit, wir haben mehr Ballbesitz. Aber links oben steht halt 0-0. Ederson mit einer 7,0 bisher. Regini kriegt die nächste gelbe Karte bei uns. Es steht 3-1 nach gelben Karten. Und Moriba und Regini haben sich verletzt und Regini darf bloß nicht länger ausfallen. Fußverletzung könnte sehr schlimm werden. Das Ganze in der Nachspielzeit. Moriba musste auch raus. De Bruyne ist dafür rein. Und es gibt sehr viel Nachspielzeit. Plus 1 waren angezeigt, es waren dann am Ende plus 4. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wenn Regini ausfällt, dann wird das für uns einen extremen Leistungsabfall eigentlich geben, weil Regini nicht zu ersetzen ist. Barca führt gegen Dynamo Kiew. Und auch Dickmann hat was abbekommen. City holzt ganz schön rum. Muskelfaserriss an der Leiste. Vielleicht können wir es noch ein bisschen schonen. Mit Dahlmann, der jetzt reinkommt. Gerade auch erst aus seiner Verletzung wieder zurückgekommen. Haben momentan, glaube ich, so ein bisschen die Scheiße am Fuß in Sachen Verletzungen. Postkurs wird auch noch reinkommen. Ist dann der letzte Wechsel für uns. In dieser Partie. Cengiz Ünder bringt ihn rein, aber Rovali kriegt ihn nicht. Stark gemacht von Andres. Burgos steht unten. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder, irgendwie den Ball reinbringen und Rovalia scheitert leider an Ederson. Ich lasse Ünder nochmal kurz auf dem Platz. Für 5 Minuten. Und jetzt kommt Poskus rein. Ah, schade. Wäre sehr schön gewesen. 10 Minuten noch. City hat einen einzigen Torschuss bisher gehabt. Die nehmen quasi nicht am Spiel teil. Wir haben 92% Passgenauigkeit. Barca fertigt Kiew ab. Und wir sehen leider nochmal eine Szene. Ich weiß nicht, ob es leider ist. Solange wir den Ball haben, ist es nicht leider. Risky. Aber Ball kommt immer an. Andres. Irgendwie den Ball in die Mitte bringen. Vielleicht mit Dahlmann. Flanke kommt solide. Und der Kopfball ist mal wieder drüber. Ach, schade. 4 Minuten gibt's oben drauf. Und wir holen ein verdientes Unentschieden gegen City. Wir hätten offensiv ein bisschen mehr machen können. Aber ich glaube, gegen City ein Unentschieden zu holen ist okay. Ich hoffe nur, dass es bei Regini nichts Schlimmes ist. Eine Knöchelverdrehung. Auch 3 bis 4 Wochen bei ihm. Dickmann 4 bis 5 Tage. Also die Verletzung ohne Wada natürlich immer noch. Aber die Verletzungen häufen sich gerade extrem. Ja, wenn er war, dann müssen wir fit sputzen, weil wir haben nichts im Köcher. Hey. Ja, dann müssen wir wohl so oder so rotieren, ne? Bogus wird dann die Rolle von Regini übernehmen, der schwer zu ersetzen sein wird. Caicedo wird, ja, wobei Andres war so, die müssen mal schauen, wie die Fitness gleich ist, wenn wir gegen Udinese spielen. Die auf Platz 19 sind.
Sind wir ganz schön schnell heute unterwegs, ne? Wir werden unser drittes Spiel gleich haben, bevor die 16. Minute der Folge wahrscheinlich drin ist. Wobei, ja, je nachdem, wie schnell ich bin jetzt mit dem Klicken und wie viele News reinkommen. Aber wir haben auch echt nicht viele Szenen gesehen. Wenn wir jetzt auch gegen Udinese nicht so viel sehen, dann werden wir wahrscheinlich das Pescara-Spiel noch machen. Weil es ist ja sonst fast gar nichts passiert heute. So, Kinkui hat sich gleich mal wieder verletzt, nachdem er zurückkam. Dieses Mal ist es eine Leistenverhärtung. Huch. Sorry, ist was runtergeplumpst. Und er wird nur 1 bis 2 Tage ausfallen. Baluza hat schlecht trainiert. Muss gar nicht sein, du wirst bald wieder ein bisschen mehr spielen. Also musst du jetzt gar nicht so rumheulen. Gerade jetzt kommt ja die Phase, wo wir viel rotieren müssen oder auch würden vorher. Jetzt müssen wir es ja sowieso durch die Verletzungen. So, Spieltagsüberschneidung, da haben wir momentan eh keinen nominiert. Wir haben Navarra noch fit gespritzt, also Moro muss noch nicht hochgezogen werden. Das sollte eigentlich auch nur im aller, ja, schlimmsten Fall passieren, weil Moro halt nur dazu da ist, um halt ein bisschen Backup-Spieler zu haben in der U20. Der ist nicht mal ansatzweise dafür gedacht, jemals A11 zu spielen. Aber wie oft hatten wir das schon, ne? Gerade auch am Anfang, als wir noch nicht so gute Spieler hatten, hatten wir auch schon 1,5 Sterne-Talente spielen lassen und die haben sogar teilweise gut gespielt. Also es muss nichts Schlechtes heißen, es muss allerdings auch nichts Gutes heißen. Das gehört leider zum Geschäft. Eigentlich wollte ich das nicht sagen, aber egal, ich habe einfach das Erstbeste gedrückt. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht noch mehr Leute sich verletzen. Gerade wo wir die nächsten 3 Spiele alle gewinnen müssen. Hier ist dann auch schon wieder am 3. November. City. So, Dahlmann, Kinkui können, das ist gut. Mal schauen, wie die Fitness aussieht von den Jungs gegen ein 4-3-2-1 von Udinese Calcio. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was ändern. Dann kommt Ranocchia für Sila rein. Und Dahlmann kommt für Dickmann rein. Und den Rest würde ich jetzt erstmal so lassen. Und dann müssen wir wahrscheinlich gleich gegen Pescara in der nächsten Folge oder je nachdem, wie viel jetzt kommt, nochmal ordentlich rotieren. Aber das kriegen wir, glaube ich, schon hin. Und ich hoffe nur, dass die Verletzungen jetzt aufhören. Also, Udinese Calcio wirklich im 4-3-2-1. Ayoze Perez ist da beispielsweise dabei. Und die sind halt ganz, ganz weit unten auf Platz 19. Also es ist eins dieser ganz, ganz schlimmen Spiele. Jupp, da haben wir schon die erste Szene gegen uns und zum Glück geht der nicht rein. Ich weiß nicht, wie der nicht reingeht, aber sehr großes Glück für uns. Cengiz Ünders, Eckball, so rum, wird leider nichts. Andres, ja, no. Vielleicht mal schießen? Vielleicht du mal schießen? Oh, und dann, ach, wieder so ein leicht gelobter Ball, ne, von Ünder. Warum nicht einfach mit Power reinschießen? Schade. Ging übrigens auch gar nicht aufs Tor anscheinend. Ich dachte eigentlich, dass der Keeper den gehalten hat. Aber anscheinend ja nicht. Der sieht besser aus und Bürz macht sein erstes Saisontor. Sehr nice. Ünder mit der Vorlage. Sehr, sehr schön. 16. Minute, wir führen. Ist immer noch relativ früh, also es kann immer noch ganz gut für uns sein. Ich habe ja, ich sag ja so oft eigentlich, dass wenn man gegen so einen schlechten Gegner relativ früh die Führung macht, dann hat man eigentlich nichts zu befürchten. Ich weiß nicht, ob jetzt die 16. Minute noch relativ früh ist. Für mich eigentlich eher nach dem Verständnis nicht. Aber mal gucken. Ich würde wahrscheinlich dann, je nachdem, wie das Ergebnis aussieht, Dahlmann wohl zur 60. rausnehmen, weil Dahlmann und Dickmann sind ja relativ ähnlich angeschlagen mit der Fitness, dass wir dann einen nicht so krass belasten. Aber das kommt wirklich aufs Ergebnis drauf an. Ich meine, wir haben jetzt auch erst mit dem ersten Torschuss getroffen. Da kann noch sehr viel passieren. 2 Minuten gibt es oben drauf in dieser ersten Halbzeit. Ranocchia bekommt die erste gelbe Karte des Spiels. Und wir haben nochmal eine Szene. Risky. Dahlmann, kriegt den Ball auch nicht rein. Andres in den Rückraum. Preşanini müsste um Sala sehen. Der Ball war leider absolut schrecklich. Und jetzt gibt es sogar noch eine sehr, sehr gute Chance für Weißmann. Von da kann er zum Glück nicht so viel ausrichten. Na, wie wir sehen, Udinese ist halt weiterhin
sehr, sehr gut dabei. Also nicht selbstzufrieden werden, Jungs. Leichte Szene zum Anstoß, oh Gott. Also ganz klar, das 2-0 muss von uns kommen. So, Salah auf Ünder. Rovalia läuft jetzt so langsam los. Kam leider viel zu spät der Run. Oh, wie kann man denn so frei sein, Weißmann? Okay, das war zum Glück eine sehr schlechte Entscheidung von ihm. Kein gutes Spiel von uns. Stellen uns, wie immer eigentlich, gegen die da unten an. Viele Spieler, die wirklich sehr schlecht heute spielen. Dickmann kommt mal rein jetzt für Deilmann. Und Randok hier geht und Sieler kommt. Also ich glaube, wenn wir nicht das 2-0 machen, kassieren wir definitiv das 1-2-1. Ich sehe hier ehrlich gesagt nicht, wie wir nicht das 1-2-1 kassieren, während Udinese jetzt auf Doppelsturm umgestellt hat. Also anstatt zwei Zehner gibt es jetzt zwei Stürmer. So, Andres geht auch nochmal raus. Boah, ja doch, doch, doch. Ich wollte gerade sagen, vielleicht dann doch lieber Navarra, aber ich glaube Andres Caicedo macht mehr Sinn. Ich werde Zeitspiel machen, weil ich glaube das 2-0 werden wir nicht mehr hinbekommen. Parma gegen Atalanta 6-3, okay. Ünder, kommt noch ein guter Ball, Rovalia und wieder mal die Kopfbälle im FM. Wir lieben sie, ganz doll. 5 Minuten noch regulär. Und es gibt 4 Minuten um drauf. Wir haben nicht das 2-0 gemacht. 8-4 bei Parma gegen Atalanta, alles klar, yo. Und wir kassieren nicht das 1-1. So, glücklich. Das war leider absolut nichts. Das war ehrlich gesagt wirklich inakzeptabel. Das war eine ganz schlechte Leistung. Aber was ging bitte bei Parma gegen Atalanta ab? 8-4. Es fielen auch einfach nochmal 2 Tore in der 6-minütigen Nachspielzeit. 8-4. Die Leute, 12 Tore. Ja, Navarra weiter fit spritzen. Immer weiter, immer weiter. Oh, ich würde sagen, wir machen das Pescara-Spiel noch, ne? Wir haben gerade mal die 23. Minute hier in der Folge. Ich glaube, Pescara kann man auf jeden Fall noch machen. Heieiei. 8-4. Hui. So, wir spielen jetzt gegen Pescara. Dann würde ich jetzt nochmal versuchen, eine ähnliche Elf aufzustellen, die dann gegen City spielt. Dann rotieren wir komplett gegen Hellas Verona in der nächsten Folge. Gegen City spielt dann die komplette A11 und gegen Sassuolo kann man dann, je nachdem wer fit ist und wer nicht fit ist, hin und her nochmal stellen. So, dann kommt Dickmann rein, Sieler kommt rein, Regini ist ja leider noch 3 Wochen kaputt, Kabianka dürfte wieder können. Ja, so ungefähr. Alter, 8-4. Juve hat übrigens 2-0 gewonnen gegen Napoli. 8-4, Leute, ey, was ist das denn für ein Ergebnis? Unglaublich. Wie sah das eigentlich aus in der Statistik bei denen? 18-22 Schüsse, Atalanta hat einfach mehr Schüsse, hat aber 8 Gegentore kassiert. 3,9 XG. Arezzo halt natürlich auch mit den 4 Toren. Auch eine 10,0. Boah, was für ein Spiel, ey. 8-4. Unfassbar. Wirklich, ey, unfassbar. So, Schifino hatten sich eine rote Karte gegönnt. Das sieht man auch immer sehr gerne in dem Leihbericht. Macht einen immer ganz viel Hoffnung auf die Zukunft bei uns. Was macht eigentlich Mancini? Der ist leider auch durch seinen Kreuzbandriss komplett hinten runtergefallen von der Talente-Karre. Ganz schlimm leider. Haben Birds im Team of the Week. 3 Spieler natürlich von Parma. Alles andere wäre auch ein bisschen lächerlich gewesen, wenn Arezzo und der andere, ich habe gerade seinen Namen nicht gelesen, nicht drin wären im Team of the Week. So, also Pescara machen wir noch. Das 4. Spiel in dieser Folge. Wird aber auch definitiv das letzte sein, egal wie viele Szenen da jetzt drin sind oder nicht. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir gewinnen können. Ich hoffe, dass die Fitness passt.
Wie gesagt, Sila möchte gerne einen neuen Vertrag haben. Das wäre, glaube ich, sogar okay. Mal schauen, ob wir was mit ihm machen können. Okay, momentan kann ich es mir nicht leisten. Okay, dann kriegst du einen. Weil dann kriegen wir vielleicht die Ausstiegsklausel auch raus bei ihm. Dann müssen wir das noch machen. Yay. So, das wird jetzt richtig teuer werden. Verdient momentan 18. Ich denke mal, er möchte so ungefähr 70 haben. Was? 30? Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass er so auf das Level von Netcov möchte. Dann versuchen wir es mal mit 23 und ein paar Klauseln und mal schauen, ob er das vielleicht schon annehmen würde. Ich gehe mal hier auf 5 runter. Team des Jahresprämie geht auf 100.000. Was sagst du dazu? Nimmt er direkt an? Okay, also er hat ja richtig Bock. Damit ist dann die 35,5 Aufstiegsklausel für Champions League Clubs auch weg. Perfekt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Überhaupt nicht. So, alle können, die nicht komplett tot sind. Mal wieder ein 5-2-1-3. 2. 3 wäre schlimm. Dickmann und Ünder sind nicht komplett super krass heftig, mega fit. Aber muss. Was muss, das muss. Und ich hoffe, dass die Jungs jetzt deutlich souveräner spielen als jetzt gerade. Also auf geht's. Mal schauen, wie die Form aussieht. Bei uns sind es 4 Siege, ein Unentschieden. Das Unentschieden halt gegen City. Und bei Pescara, ja, 2 Siege zuletzt. 2 Niederlagen, ein Unentschieden, 2 Siege. Also so schlecht ist es nicht. Mal gucken. Jahan Bakış vorne mit Borelli bei Pescara. Dahinter haben wir Frederik Jensen. Der Rest sagt mir jetzt aktuell nicht so viel bei Pescara. Nee, nicht wirklich. Ich hoffe einfach, dass wir hier gewinnen können. Wird schwierig. Ich glaube, Pescara ist gerade echt fies. Ich meine, 2 Siege in Folge. Und dann stellen wir uns ja immer so an gegen die da unten. Ha. Schwierig. Wir haben auf jeden Fall genug Ballbesitz und genug Passgenauigkeit, dass man vielleicht mal die ein oder andere Chance sehen könnte. Sehen jetzt aber erstmal Pescada, die nach vorne kommen. Den langen Ball nach vorne hauen. Netkov easy zurück zu Tadikone. Lang nach vorne. In die Mitte. Rovale kriegt ihn aber. Winder. Ja. Muss ihn reinbringen. Jo, sieht gut aus. Und Rovalia. Fünftes Saisontor. Gefühlt hat er alle 5 in dieser Folge gemacht. Ich glaube, es waren sogar 4, die er gemacht hat. Also passt die Aussage fast. Sehr schön. Ünder hat lang gewartet. Bringt den Ball dann sehr scharf rein. Und Rovalia legt sich einfach hin und macht ihn rein. Sehr schön. 1-0 Führung. Mit dem zweiten Torschuss. Und bitte gleich das 2-0 hinterherlegen. Weil das haben wir gerade wirklich verpasst gegen Udinese Calcio. Ünder. 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 Nee. Hallo, Schiri? Der war im Aus. Vielleicht. Ja, es würde halt wirklich sehr wichtig sein, dass wir jetzt hier anders als gerade das 2-0 bitte machen. Weil dann müssen wir auch am Ende gar nicht so blöd zittern wie eben. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Aber auch hier wieder sehr szenenarm, ne? Also heute haben wir echt szenenarme Spiele. So, Salah auf Bogusch. Der bisher Regini noch nicht ersetzen konnte, aber das ist echt nicht so schlimm, weil Regini ist halt top, top, top. Dickmann in die Mitte, scheitert erstmal. Sida mit dem nächsten Versuch. Und Andres, erstes Saisontor. Hat lang gedauert. Letztes Jahr hat er die Saison echt stark beendet. Auch er sehr schleppend reingekommen. Aber das ist jetzt vielleicht, ja, der Knotenplatzer. Sila in die Mitte, Andreas steht da komplett alleine. Muss ihn nur noch einschieben in der 49. direkt. Sehr schön. Sieht gut aus. Ich hoffe auch nach dieser Szene, aber der Einwurf kommt direkt zu uns. Schön, dass nicht nur wir das Problem haben. Salah auf Bogusch, den kriegt er nicht. Aber Salah kriegt den Ball zurück. Flanke sehr lang. Oh, was ein Kopfball, der leider im Abseits war. Schade. Das wäre Andres zweites Saisontor gewesen.
Aber leider war er höchstwahrscheinlich. Ja, er war am Tor. Er war am Tor, er war im Abseits natürlich. Schade, war ein sehr schöner Kopfball. Ach, oh Mann, er geht hier sogar nochmal kurz zurück. Schade. Saustarker Kopfball. Weißt du, den machen sie, ne? Aber wenn sie halt alleine vorm Tor stehen, perfekt zentral, müssen halt nur die Nasenspitze quasi hinhalten, dann machen sie natürlich nicht, sondern 5 Meter drüber. Na, typisch. So. Ich würde mal behaupten, wir können ohne Probleme ein bisschen wechseln. Postkurs kommt rein. Wir werden ja dann gleich oder in der nächsten Folge komplett rotieren. Postkurs Freistoß. Wird zum Konter von Pescara über Jahan Baksch. Der Schuss ist zum Glück absolut gar nichts. Ja, viel. Ich werde mal Navada reinbringen, weil Rovadia wird wahrscheinlich der einzige sein, der nicht rotiert wird. Aufgrund des Fitspritzens von Navada. Aber hier sieht's gut aus. Wir haben noch knapp 10 Minuten. Nochmal eine Ecke für uns. Dickmann darf ihn eigentlich nochmal genauso reinschlagen. Dieses Mal kommt er lang. Oh, Mann. Krei. Krei, krei, krei. Oh, das. Boah, schade. Schade, 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 schade. Sind Sekunden hier, ne? Ja. Ach, oh, Mann, krei. Wieso geht der nicht rein? Jetzt kommt Dickmann nochmal, flankt ihn rein. Boah, Krei und Andres macht ihn halt auch nicht rein. Ach Mann, schade. So, so schade. Was für ein wunderschönes Welttor das geworden wäre. Locker Tor des Jahres. Schade. Ach Mann, ey, schade. Ey, ich sehe den Ball da halt nur fliegen und fliegen und dann ist die scheiß Latte da im Weg. Ach Mann. Na gut, 2 zu 0 hier. Damit eine sehr erfolgreiche Folge. Gegen City in Unentschieden verbuche ich auch als Erfolg. Momentan läuft's gut, wir sind in Form, wir spielen gut. Und die Spiele, die wir normalerweise verlieren. Ja, jetzt fällt Navarra natürlich 3 bis 4 Wochen aus. Da muss Modo wirklich mitkommen. Ja, und die Spiele, die wir normalerweise verlieren oder halt nicht gewinnen, gerade halt gegen Udinese, die gewinnen wir sogar. Also sieht gut aus. Wir haben momentan 22 Punkte nach 9 Spieltagen, sind damit punktgleich mit Juventus und 3 Punkte hinter Inter, die momentan auf Platz 1 sind. Wir haben sogar 3 Punkte Vorsprung auf Platz 4 und 4 Punkte Vorsprung auf Platz 5. Unser Ziel ist ja Platz 4. Sieht sehr gut aus momentan, aber die nächsten Wochen werden echt schwierig. Wir haben jetzt in der nächsten Folge City. Da keine Niederlage und es ist echt was drinne in Sachen Champions League. Aber es wird echt schwierig. City war jetzt echt nicht gut in diesem Spiel heute. Aber es heißt nichts, ne? Es heißt wirklich nichts. Aber gut. So, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir mal, ne, was so geht. Also bis dahin. Tschö.